falls das hier was wird, nehmen wir das mal mit auf. Halb im Key drin. Perfekt. Ja gut, halb im Key ist jetzt übertrieben. Wenn ich hier in die Treppe gehe, ab und an pulle ich die anderen hoch. Kommen sie? Ja, ein paar sind gekommen. Bitte kick mich jetzt hier nicht runter. Theoretisch könntest du auch den ganzen Scheiß runterpullen und weghauen. Das wird schon auch gehen. Oh, warte mal, jetzt habe ich jetzt hier mal ein Addon noch offen. Jetzt kastet der da oben seinen Scheißdreck noch. Ne, die sind schon mitgekommen, ne? Ja, gut. Theoretisch könntest du die anderen zwei Packs auch zusammenpullen, aber ich spiel's jetzt mal vorsichtig. Also daran soll's nicht liegen, tatsächlich. Also glaube ich zumindest, ne? Wissen tut man es ja nie. Okay, der hat jetzt auch gestunt. Ja, gut. Hab jetzt eigentlich selten mit einem Palaheiler gespielt, aber bis jetzt fühlt sich's ganz gut an, ne? So Palaheiler. Kann ich nichts sagen. Einer muss den anquatschen. Oh boy. Hat den jetzt keiner angequatscht? Oh boy. Okay, jetzt läuft der Heiler. Wir werden halt ewig am Event jetzt warten können. Ja, das ist jetzt halt schon... Also wenn das schon so losgeht, bin ich ganz ehrlich... Dann wissen die Leute hier die Mechanics nicht, ne? Wenn hier kein DPS runterrennt. Jetzt warten wir halt eine Minute, bis das Event losgeht. Perfekt. Perfekt. Da unten gibt halt viel Buff-Damage. Habt ihr die gespielt, die Mobs? Er verfolgt mich wieder, oder? Nee, verfolgt nicht mehr mich. Ja, ich habe die, glaube ich, nur die erste Woche gespielt und seitdem nicht mehr. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen gucken, wen verfolgt er jetzt. Wieder den DH? Okay, interesting. Ja, jetzt ist er abgespeedet. Nein, 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 wir machen den hier. Wo laufen die hin? Den einen kannst du als letztes machen. Der macht ja sogar was Positives für uns, ne? Dann kriegen wir den Soak-Buff, wo wir den ganzen Scheiß wegsocken können. Vielleicht ist das der Way to go, wenn du die Buffs kriegst, ne? Für die Bosse, aber eigentlich, wenn du in dem Movement stehen bleibst, dann bringt dir die paar Prozent auch nichts. Ja, du hast schon recht, es gibt ein paar Stats, was nicht unbedingt verkehrt ist. Aber die Gruppen, die ich vorher hatte, ich denke auch mit 5% Crit, Versa oder was auch immer du Stats mehr hast, rettest du quasi nicht, wenn du quasi dich wegchargen lässt oder... ja, oder von den Pferden treffen lässt oder der Soak nicht gemacht wird, ne, das rettet dich dann da auch nicht. Glaube ich zumindest. Aber wir werden sehen. Die Bosswoche würde ich da runtergehen, sonst lohnt nicht. Ja, wir haben ja keine Bosswoche, aber dann laufe ich da jetzt halt einfach auch und gut ist.
Ruhig mal ein bisschen Inka noch die Lane. Ist. Na gut, jetzt ziehen wir es mal. 70%. Oh, der castet durch. Das ist natürlich. Ah, hä, der kann's runter? Wait, wir hatten das jetzt runtergenommen. Komm, ich sock die Dinger jetzt gleich mal weg. Dass hier gut ist. Haben die Milis ein bisschen mehr Platz. Da sind halt einige Mobs ein bisschen ätzend. Ich pull die jetzt halt hinter. Was kommt denn da jetzt schon wieder alles? Was zur Hölle? Also ich kann euch nicht sagen, warum alle kamen. Ach, jemand hat's Mechagon-Trinket geused, meinte der, und das hat alles gepullt. Hat einer von denen das Mechagon-Trinket an? Nee. Ja, jetzt auch nicht. Hat aber keiner. Das hatte ich das letzte Mal auch schon mit der Eule. Du pullst ein Pack nach hinten, alles kommt. Keine Ahnung warum. Nein, den wollte ich extra nicht haben. Den Kollegen, den wollte ich ins andere Ding mit reinpullen. Hä? Der war doch gestunt. Das montieren wir die mal. Fuck, der kommt jetzt da auch wieder rein. Man, so ein Schaden, die Viecher. Nicht in den Charge rein. Das ist so dumm. Alles voller Wirbel, du kannst dann nicht mehr die gescheit unterbrechen. Okay, in 2 habe ich alles ready. Darf bloß nicht hinten ganz in die Wand gehen. Liebfläche liegt da. Alter, jetzt hat alles zugevoidet. Schau euch die Scheiße an. Fuck, die Liebfläche. Ich hab's mal gesagt, ne, der ist weitergezogen. Alles voller Tornados. Kommt halt kein Melee mehr an das Ding ran. Dann habe ich einen Inka noch. Ja gut, jetzt läuft ein Inka aus. Ein bisschen wenig, aber wir haben so viele Leute, die in der Melee-Range sind. Nein, pull doch bitte nichts dazu, Leute. Die hauen so schon übelst rein, die Viecher. Kriegen wir jetzt halt nicht mehr alle gekickt. Das ist halt so räudig mit den Wirbelstürmen und dem Charge gleichzeitig. Oh, zum Interrupten muss ich da jetzt in den Dings reinchargen. Das hat mich jetzt einiges gekostet.
komm. Willst du mich eigentlich rollen? Wie viel Wirbel? Einfach nur ja. Ach komm, da hat einer... jetzt sind wir tot, ich hab nichts ready. Hat so vielen Viechern nicht ausweichen mehr. Fuck, die ganzen Casts auch. Sind halt alle fast tot, ne? Aber... kriegen sie die vielleicht noch? Du hast halt irgendwann so viele Casts, die du nicht mehr alle interrupten kannst. Da wird's dann halt richtig ätzend. Die hätten wir nicht adden dürfen. Ich weiß nicht, ist da ein Pferd reingecharged oder ist da jemand zu schnell zu nah hingelaufen? Ich habe es nicht genau gesehen. Ich habe nur gesehen, die wurden da reingeaddet. Sie sitzt da. Oh, fuck, ich kann sie da jetzt nicht rausziehen. Also ich glaube, hier die Wirbeln sind eigentlich 99% der Keys. Fein, aber hier mit den Pferden sind sie richtig räudig. Tut er jetzt auch noch was, um meinen Buff wieder zu kriegen? Habe ich geschrieben, dass er mit... wir brauchen eh noch VHT. Und das Sorgeklammer weg. Ziehen jetzt einfach immer hin, das macht es wesentlich einfacher. Sind halt alle. Okay, jetzt kommt der Cleave. Kick mich jetzt nicht rein. Hab schon mal eine Wall gezogen. Nehmen wir es mal safe hier. Fuck, die Wirbel ist da ein bisschen ätzend tatsächlich. Oh fuck, da dürfen sie nicht drinstehen. Oh, der Rogue. Eine Schippe springen. Hä? Wo macht er seine Pferde? Ah, okay. Wollte gerade sagen. Boah, ich tue jetzt hier nochmal mein CD usen. Bis jetzt spielen sie es relativ safe.
Okay, der Rock hat sich ein bisschen weglatzen lassen. Geteiltes Leid. Oh, Gott sei Dank, jetzt nicht mehr gemacht. Der extra nochmal geprevolt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel wir von denen machen können. Ich glaube, die mit dem Schildschlag, da muss ich mal aufpassen. Das sind ein Haufen Wirbel. Also ich saug die jetzt hier mal nicht, weil ich krieg schon ein bisschen auf die Fresse. Das geht eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Kriegst du da nicht vernünftig zusammen, weil da viele halt Ranged Idees sind. Komm, den einen saug ich jetzt weg, scheiß drauf. Kein Bock mehr auf diese scheiß Wirbel. Ich glaube, das sind die Kollegen mit dem Schildschlag. Weiß halt nicht, kann ich den abbrechen? Mit einem Stun oder irgendwas? Nur mal ein bisschen von der Pfütze weg. Weil bis jetzt wird kein Schildschlag gecastet, ne? Hä, hier waren doch die Viecher, bin ich jetzt blöd? Ich denke mal, die können wir jetzt weiterziehen in die nächsten rein. Rose müssen wir halt echt ein bisschen gucken. Und das eine sorge ich schon mal. Denk mal da drin. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Kellner können. Denk mal, da können wir einen größeren Pull machen. Fuck, ich bin irgendwo betäubt. Das ist ungünstig. Keine Ahnung, was das für ein Zauber ist, aber ich tue ihn mal lieber runternehmen. Hätte ich wahrscheinlich noch wesentlich mehr reinpullen können hier. Was ist in der Mitte, die ganzen Viecher? War eigentlich totally fine. Ich kann hier schon mal so eine Falle mitnehmen. Na gut, da werden wir jetzt noch mehr kleine adden. Weil die drücken mir schon richtig. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier
Die hier, die Kleinen, die können wir eigentlich alle mitnehmen. Die können nix. Das ist immer für ein ekliger Debuff, den ich da abkrieg. Das ist halt die Frage, ob wir noch Trash machen. Bis zum Boss. Weil wir müssen dann eh hoch. Dann bei der Might halt nochmal, wisst ihr? Was ich meine? Wahrscheinlich wäre das sinnig. Ich dachte, der edit jetzt hier noch. Ah, da ist die Slipfläche unterm Boss, ne? Also den Dreadlord. Na, 15 Sekunden haben wir noch für HT. What the fuck? Mal ein Pack. Ich muss mir, glaube ich, den Dot doch runternehmen. Okay. The fuck, war ich am Anfang nicht im Bären? Was war das gerade? Fuck, jetzt haben wir beide gekickt.
Der eine muss CC'd werden. Ich hänge am Stuhl fest. Zum Glück bin ich Tank im Inka und rödel da einfach durch. Ich hasse den Boss, ne? Will Trash haben wir 76. Bisschen was müssen wir dann schon noch machen danach. Na gut, Might haben sie ja ein bisschen genervt, ne? Also die sollte nicht mehr so der Stress sein. Sollten wir zu viel Trash haben, können wir am Ende ja sogar noch ein bisschen durchstealthen. Diese Kackstühle, echt. Ich bin einfach zu schlecht an den Stühlen vorbei. Warte, wir sind im Combat? Mit was? Also. Den großen können wir da dazu adden. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob der krass reinhaut, ob ich Dispeln mehr, das will immer lieber. Oder, naja gut, Dispeln ist das ja nicht, die Cursen ist das hier glaube ich eher. Da vorne ist eine der ätzendsten Gruppen ever, ne, hier in dem Ding. Warte ich, bis ich Ding wieder ready hab. Okay. Also nicht die hier, sondern die anderen. Die wollen wir nicht adden. Holy moly. Ich sollte meinen PvP-Addon nicht drüber haben. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also ich habe, also ne, die nutze ich hier wirklich gar nicht, dass ich sehe, was da für Cooldowns sind. Das ist eigentlich nur für Arena. Habe ich mir mal eingebildet, ich habe es jetzt aber nicht ausgemacht. Deswegen habe ich das da unten, ist eigentlich ein bisschen sinnlos, wenn wir ehrlich sind. Kann man eigentlich mit reinziehen? Die wollte ich jetzt ehrlich gesagt eigentlich nicht haben. Danach können wir einen größeren Pull machen, dann habe ich nämlich wieder Inka ready. Komischen Phantomhunde immer, echt. Also wir haben jetzt 84. Ich denke mal, mit dem Gang müsste es eigentlich sogar easy reichen, von den Prozenten her. Ich finde, die Might dürfte jetzt eigentlich nicht das Problem sein. Ich hoffe, alle wissen im 20er Key, was man hier macht. Hoffe ich zumindest. Ah, jetzt kommt die scheiß Albtraumwolke. Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Die muss irgendwo hier sein. Holy shit, was kriegt denn auf einmal für ein Damage? In der... Richtig viele so Dots drauf gehabt. 91. Nein, nein, nein. Was haben... Wo? Also die will ich jetzt eigentlich nicht nur haben. Hat die wer gerade rausgepullt? Also klar, die willst du spielen, dass du den Buff hast. Aber ich habe jetzt nichts mehr ready. Ich habe jetzt alles gerade gezogen für den letzten Pull.
mich zu low droppt, dann muss ich die Inka, die Vault ziehen. Ich hätte sie ganz gern für die Might, aber ich will jetzt keinen Dings mehr sorgen. Das müsste gehen. Bisschen Trash müssen wir dann noch machen. Bringen denn die beiden? Die bringen zu wenig. Ich glaube, das könnte reichen, oder? Wie viel bringen denn die? Ja. 0, irgendwas. Da bringt ja nicht mal einer ein Prozent. Ja, es war gut, dass er die gepullt hat. Ich hab's mir gerade, ich wollte gerade zusammenrechnen. Okay, jetzt muss ich hier bezirzen. Der Debuff, der rödelt, glaube ich, richtig rein. Den müsste Heiler mal dispeln. Och, ich will rauslaufen. Ich muss jetzt einmal Shadow melden. Ich glaube, mit dem Debuff kriege ich immer mehr Schaden, weil ich kriege dann auf einmal übelst... übelst Damage. Okay. Ja, T haben wir noch nicht ready. Aber auf geht's. Also wir haben 9 Minuten, ein Fail Try können wir uns quasi leisten. Inka ist eh noch auf... Cooldown. Ich hoffe, die Leute laufen mit dem Zeug raus. Heiliger Boden. Hunter macht Rückzug. Gut. Ich habe jetzt mal einen schnellen Interrupt gemacht, weil ich krieg da so einen Buff, wenn ich interrupte. Dachte mir, den hole ich mir. Mache ich viel zu wenig. Seit ich auf Ventio umgeswitcht bin, soll ich da eigentlich immer, ne? Aber denk da zu wenig drauf. Ich lasse meistens immer erst die DDs interrupten. Weil sonst hast du immer 5 Leute, die den ersten, quasi interrupten, das ist dann immer ein bisschen blöd. Ist halt die Frage, wir haben jetzt halt kein Hero, ne? Ja, Trank habe ich auch noch nicht ready. Okay, das war ja... okay, ich glaube, da haben alle jetzt eben gezogen. Macht der Rogue? Okay, aber gerade noch. Der Schild war ja Insta auf. Auch ohne Hero. Ja, wir haben jetzt noch 2 Minuten auf Heldentum. Wir haben auch 3 Retzes. Also wenn irgendwas schief geht. Weiß gar nicht, ob ich den Hit von ihr überleben würde. Wisst ihr, wenn ich alles ziehe? Ist halt die Frage, ob wir nochmal ein Ding kriegen. Hätte ich jetzt eher late gekickt, weil jetzt macht es gleich nochmal, oder? Fuck it. Können wir durchnudeln? Alter, das war aber close. Ja, nice. Da habe ich mein Kara-Ding. Das war doch ein schöner Run. Ah, doch noch belief, der wieder keinen Loot gekriegt. Einfach nur traurig. Ja gut, Leute. Das war's dann tatsächlich für die Season mit M+ für mich. Eine Taille. Nee, das brauche ich alles nicht. Alles Kackstats. Das war doch ein schöner Run. Haben wir es auch fertig. Ja, wird easy in time. Ja, 7 Minuten haben wir über. Ja, du brauchst halt Leute, die ein bisschen Movement haben. Ne? Ich habe jetzt 3 Runs davor gemacht, wo die Leute halt einfach mit Movement geslackt haben. Das ist in dem Key halt A und O. So ist das leider. Ja, wunderschön. Bin ich mit M+ durch. Alles 20. Passt. Jetzt kann ich Arena machen. Juti, das war's auch für die Aufnahme.